Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zum Forex am Morgen, Ihrem persönlichen Marktaus- und Rückblick. Mein Name ist Dennis Gürtler und wir haben Mittwoch, den 25.11.2015, 9.40 Uhr ist es ganz genau. Die, während die amerikanischen Indizes sich weiterhin stark zeigen, dazu zählt natürlich der Dow Jones, der hier diese kleine Konsolidierung nach oben gebrochen hat, sind die europäischen Indizes immer noch ein wenig schwächer unterwegs. Natürlich der Absturz belastet, es wurde immerhin ein russisches Militärflugzeug durch türkische Truppen abgeschossen. Das äh, führt natürlich zu einer Sorge, dass die Konflikte Rund um und in Syrien eskalieren könnten. Und das ist natürlich ein negatives äh, Zeichen hier zumindest für den DAX, der sich hier nicht wirklich vom gestrigen Schlusskurs lösen kann. Noch ist er long. Die wichtige Bedingung für den Kauf ist die 10.864. Solange diese Marke hält, ist das Ganze äh, durchaus noch akzeptabel. Er ist aber schwächer. Aufgrund der US-Indizes. Keine Short-Position im DAX. Ähm, aber Long-Positionen sind untergeordnet, wie gesagt, machbar. Nur dazu müssen wir eben auch hier einen, zumindest einen kurzfristigen Long-Ausbruch sehen. Also ein bisschen was muss er zeigen. Sonst ist er schlichtweg nicht mehr Long. Das heißt, ich erwarte schon noch, dass wir heute dann über, über 10.977 laufen könnten. Und dann haben wir wieder Platz bis 11.070, bis 11.200. Machbar ist das in jedem Fall. Wir haben jetzt hier einen kleinen Fakeout gesehen, das bedeutet der Markt kommt nicht vom Fleck, fällt kurz nach unten, testet die 10.916 und jetzt es steht eben hier die 10.980 im Visier. Das ist die wichtigste kurzfristige Marke für den heutigen Handelsverlauf, neben der 10.864er Marke. Zu den amerikanischen Indizes gibt es nicht allzu viel zu sagen. Die sind weiterhin long, keine Prognoseveränderung. Hier gibt es keinerlei Short-Szenarien. Wir sollten im Laufe des Tages hier auf 17.915 Punkte, beispielsweise im Dow Jones laufen. Im Nasdaq sieht auch alles sehr, sehr bullisch aus. Hier haben wir ebenfalls ein Kursziel von 4.000 700 bis 4735 Punkten. Und auch im SP muss man sagen, interessante Ausbruchsziele ergeben sich hier ab 2097. Das ist nicht mehr die Welt, das sind sechs Punkte. Aber dann haben wir hier eine wichtige H1-Range gebrochen und sind vermutlich auf dem Weg in Richtung 2115 Punkte. Der DAX sollte also heute. Trotz seiner Schwäche ein bullisches Momentum aufbauen. Entweder bricht er jetzt hier oben durch oder er testet nochmal das Tief an. Zwei Varianten gibt es heute zum Handeln im DAX. Ähm, wenn der DAX eher long gehen sollte, spricht das eigentlich eher für einen Euro, US-Dollar Short. Und wenn wir uns den mal so angucken, an der H4 EMA 50 hier in rot dargestellt, sieht man deutlich, wie der Markt wieder ins Straucheln kommt. Das Macht alles den Eindruck, als ob sich das hier um so eine kleine bärische Flagge handelt. Und somit sollte man durchaus hier etwas vorsichtiger sein. Bricht die Flagge nach unten, wären heute Short-Positionen relevant. Das wäre auch gleichzeitig, wenn der Euro-US-Dollar aufwärts gerichtet bricht, dann wäre auch gleichzeitig der DAX zu beobachten, wie er hier durch die 10.977 gehen sollte. Deswegen. Im britischen Fund nochmal ein Hinweis darauf, auch hier langsam, langsam die Flagge schon getriggert. Also es sieht nicht wirklich positiv aus äh, aus dem übergeordneten Kontext, aus dem H1-Kontext, ganz klar eine Flagge. Wir haben hier noch nicht das Tief erreicht, also es könnte sein, dass wir dann im Laufe der nächsten Stunden das Tief erreichen. Und dann ist natürlich Vorsicht geboten, auch hier mit dem Euro-US-Dollar wenn wir die Jahrestiefs erreichen, kann das dann zu Gegenreaktionen führen. Also es ist kein unbedenklicher Short ähm, in der Form, dass man jetzt noch 300 Pips nach unten hat, sondern das dauert ein bisschen. Äh, das, das kommt dann schon relativ schnell und das dauert dann ein bisschen, bis wir hier eine nächste Konsolidierung gebrochen haben. Das bedeutet einfach nur, ein Schub ist noch drinne maximal, würde ich sagen. Und dann sind wir schon am Bereich der letzten Jahrestiefs. Der US-Dollar Schweizer Franken. Achten Sie da noch mal bitte heute drauf. 10118 bzw. 10082 als Long Szenario bzw. der US-Dollar Yen ist jetzt schon eine, eine Unterstützung. Das heißt, jetzt wären Long Position möglich, aber auch bei 12190 hier in dem Bereich erwarten wir steigende Kurse, solange der US-Dollar japanisch Yen über 12148 tendiert. Ist soweit alles. Technisch in Ordnung. Das war es von meiner Stelle aus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Good trades und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.